Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. In dem heutigen Video geht es mal rund um das Thema Dungeon Finder in New World. Denn gerade in den New World Foren und in den Reddit Foren gibt es dort einfach ja riesige Diskussionen um das Thema. Die eine Gruppe sagt ja, einen Dungeon Finder, den brauchen wir auf jeden Fall in New World. Denn das ewige Warten und das Suchen nach Mitspielern ist einfach über die Chats sehr anstrengend. Dauert Ewigkeit und man kommt hier nicht einfach zügig genug in ein Dungeon rein. Die andere Partei sagt nein, ein Dungeon Finder passt einfach gar nicht zu New World und würde auch einfach A, das Feeling kaputt machen und B, würde die Community gerade durch das Thema Dungeon Finder dann schneller toxisch werden und das möchten einige nicht. Nun möchte ich einfach auch mal selber über dieses Thema natürlich sprechen, weil ich selber natürlich aus 17 Jahren WoW-Geschichte komme und dort hat natürlich irgendwann einfach der Dungeon Finder Einzug erhalten. Wie würde ich das Thema nun in New World sehen? Ich selber in New World habe damit gar keine Probleme. Also ich habe selber alle Dungeons bis jetzt relativ häufig sogar gemacht, im Schnitt 4-mal jedes Dungeon gelaufen in meinem Levelbereich und muss einfach sagen, mir persönlich hat es sogar Spaß gemacht, hat einfach mal wieder in dem offiziellen globalen Chat oder in den Gebietschat selber einfach reinzuschreiben, dass ich vielleicht einen Tank, einen Heiler oder einen DD für mein jeweiliges Dungeon brauchte und dass ich dann so mit den Spielern selber kommunizieren konnte. Das hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir auch bis jetzt einfach wieder gut, dass man dann schreiben kann, hey, ja, welches Level bist du zum Beispiel? Hast du einen defensiven Tankspack, einen offensiven Tankspack oder auch welche andere Waffengattung hast du vielleicht noch einfach dabei? Finde ich persönlich, macht einfach das Zusammenspielen für mich angenehmer. Ich meine, klar, in anderen Spielen mag der Dungeon Finder vielleicht funktionieren und auch gut ankommen. Meiner Meinung nach sollte der Dungeon Finder aber zum aktuellen Zeitpunkt auf gar keinen Fall in die World Einzug erhalten. Man braucht ihn einfach nicht. Man kann das Ganze relativ entspannt über den globalen Channel einfach machen und ich habe auch noch nie extrem lange darauf gewartet, andere Mitspieler zu finden. Lass es mal 5 Minuten gewesen sein und schon war meine Gruppe in den meisten Fällen halt einfach voll. Ja, das Problem, was wir einfach, glaube ich, haben, wir sind alle vielleicht durch andere MMOs eventuell sogar einfach verwöhnt. Und auch wenn ich das Thema gerade mal so in World of Warcraft sehe, na, das Ganze ist natürlich global und über alle Server verteilt, also alle europäischen Server, die russischen Server, sind alle dort mit connected. Und ich kann natürlich gerade über das Tool sehr viele Sachen sehen, die natürlich auch dort negativ sind. Sei es gerade in World of Warcraft das Thema Rio zum Beispiel oder mythisch Pluswertung, die man dort einsetzt. Kann, wo man schon wieder gleich ein Ausschlusskriterium automatisch draus zieht, dass man zum Beispiel, was weiß ich, die Gegenstandsstufe des jeweiligen Spielers sieht und sagt, oh mein Gott, das möchte ich gar nicht in meiner Gruppe erst haben und daher ein direktes Ausschlusskriterium daraus zieht. Das Ganze würde sich, glaube ich, jetzt gerade meiner Meinung nach am Anfang, wenn das Ganze jetzt schon in die World Einzug erhalten würde, negativ genau darauf auswirken, dass dann eventuell dort Sachen stehen wie Gegenstandsstufen oder bestimmte andere Sachen eventuell dort einfach noch stehen, die einfach wir nicht brauchen. Also bestimmte Informationen, die einfach wieder dafür sorgen würden, dass ich einen anderen Spieler einfach ausschließt und einen anderen Spieler einfach mitnehmen. Und gerade das finde ich bei New World, bei der Dungeon-Suche einfach sehr schön, dass ich einfach schreiben kann, dass ich dann selber, ohne einfach Informationen zu haben, einen Spieler einfach einladen kann, dort einfach reingehe, meine Tries in dem Dungeon habe und wenn es dann vielleicht am Endboss oder irgendwo anders vielleicht doch mal ran scheitert, weil der ein oder andere Spieler einfach gegangen ist, na gut, na, dann fange ich halt einfach von vorne an. Na, jeder muss die Taktik noch so ein bisschen lernen. Und diesbezüglich muss ich ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung zum aktuellen Zeitpunkt sollte auf jeden Fall kein Dungeon Finder in New World Einzug erhalten. Nun möchte ich diesbezüglich aber auch einfach mal eure Meinung wissen. Vielleicht diskutiert ihr aktuell selber im Reddit-Forum oder auch in dem New World-Forum schon darüber heiß und mich würde aber da einfach auch hier im Chat einfach mal sozusagen, also in den Kommentaren, eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Sagt ihr, ja, wir brauchen dringend einen Dungeon Finder oder seid ihr auch eher der Ansicht und sagt, okay, ein Dungeon Finder brauchen wir einfach gar nicht in New World. Es ist gut, so wie es ist. Lasst uns darüber gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich werde versuchen, ja, ich versuche immer eigentlich alle Kommentare zu beantworten, aber in der letzten Zeit, dank euch, klappt das nicht im positiven Sinne einfach. Es sind einfach so viele Kommentare, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich werde aber trotzdem versuchen, den einen oder anderen Kommentar natürlich zu beantworten, ein Like dazulassen auf jeden Fall. Lesen werde ich trotzdem alle Kommentare auf jeden Fall. Ansonsten, ne, wenn ihr
das Video gut fand und sagt, ja, ich finde es immer gut, dass du hier einfach auch Sachen gibst, wo wir auch einfach mal allgemein immer über bestimmte Themen diskutieren können, dann lasst mir doch gerne ein Like da, denn das ist sehr nice für mich, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier einfach voran und ich würde mich darüber natürlich auch auf jeden Fall sehr freuen. Möchtet ihr immer rund um das Thema New World Tipps, Tricks und Guides, Informationen und Livestreams immer auf dem Laufenden bleiben, so könnt ihr jederzeit hier oben rechts gerne auf kostenloser freier Basis ein Abo dalassen, dann seid ihr dieses. Aktuell streamen wir hier immer auf YouTube und Twitch, auf beiden Plattformen immer so ein bisschen im Wechsel. Wenn ihr sagt, ach, ich habe da auch einen Twitch-Account und möchtet ihr gerne diesbezüglich auch einen kostenlosen Follower auf Twitch dalassen, würde ich mich ebenfalls darüber natürlich sehr freuen. Ansonsten bleibt natürlich alle gesund, bleibt auf jeden Fall alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für so viel Support und Liebe in der letzten Zeit hier auf diesem Kanal. Vielen, vielen lieben Dank. Kann man einfach nicht oft genug sagen, um mich bei euch zu bedanken. Ansonsten bin ich jetzt auf jeden Fall raus. Lasst uns diskutieren. Haut da rein. Ich bin raus.